Schönen guten Abend. Ich hatte eigentlich nicht vor, bei diesem Thema zu reden, weil die Art, wie ihr das diskutiert, ist wirklich tödlich langweilig. Und diese Geschichtslehrervorträge und dieser nicht fortgeschrittene Sozialkundeunterricht und diese manierlichen Reden über die Demokratie und dass ein Haus auch ein Gebäude ist. Mein Gott, was für eine Substanzlosigkeit. Und jetzt kommt wenigstens, wenn man schon mal den Versuch macht mit Uwe Paulsen, weil er ein paar Sätze gesagt hat, über die man gut diskutieren kann, zu reden, dann kommt er an und fällt wieder in die Rolle des Lehrers zurück, der sich vor einer Schulklasse wähnt. Uwe, lass das doch mal. Werd doch mal irgendwie zu einem gleichberechtigten Partner in der Diskussion und da kann man sich schon schön streiten. Und es ist nett, dass du anerkennst, dass 1918, 19 als eine Revolution, die dann leider niedergeschlagen wurde, unter anderem unter Beteiligung von Funktionären der SPD, wie wir wissen, nicht nur Noske, auch andere, auch Ebert und so weiter, das ist nett, dass anerkannt wird, dass es ein bemerkenswertes Datum wäre. Diese Revolution erfolgreich gewesen, hätte es vielleicht Chancen gegeben, die Weimarer Republik leben zu lassen und vielleicht Chancen gegeben, den Aufmarsch des völkischen Lagers und des Faschismus zu verhindern. Aber zu 1848. 1848 ist ein Versuch und eine gescheiterte bürgerliche Revolution. Zu mehr hat es in Deutschland nie gereicht, im Gegensatz zu Frankreich und zu manchen anderen Ländern auf dieser Erde. Nach 1848, an der nur ein bestimmter Typ von Politiker und bestimmte Standesgenossen und Leute, die in etablierten Positionen und Männer teilnahmen und keine Minderheiten teilnahmen und keine Arbeiter vertreten waren und so weiter. So, das ist ein Eingeschränk, wenn man jetzt davon redet, dass man dieses, wenn man das so mystifiziert und aufbläst und dann ein Haus dafür bauen will, dann ist das Wort von Manfred Zierern zu sagen, das wird ein Demokratieknast nicht weit hergeholt, weil man das Gefühl hat, ihre Mystifikation und das, was sie alles hineinlegen wollen an Bedeutung, ohne genau hinzugucken in die Archive, in die Primärquellen und so weiter, wie Leute wie ich das tun müssen bei ihrer Arbeit, das ist da einsperren wollen und das irgendwann ist ein Heiligenschein oben drüber. Demokratie, wenn sie lebt, findet aber auf den Straßen und draußen in den Stadtvierteln, in den Köpfen der Menschen statt und da muss sie hin. Ich sehe noch kein Konzept und das fängt ja schon damit an, dass sie in ihrer Ehrenwertekommission Minderheitenpositionen wie von Ökolinks oder kleine Fraktionen wie die linke Fraktion überhaupt nicht eingeladen haben. Sie haben es beschränkt auf ein relativ bürgerlich-konservatives Spektrum und dahin, da wird diskutiert. Und da sollen wir alle brav folgen, weil Sie das Wort Demokratie heute mindestens 200 Mal erwähnt haben. So wird es aber noch keine. Nach 1848 gab es drei große Kriege. Den ersten hat Deutschland vergessen, 1870-71. Und wer mir erzählen will, 1870-71 habe es eine bürgerliche Revolution gegeben in Deutschland, den kann ich nur auslachen, was es da gab mit den 5 Milliarden Goldfonds von Frankreich, der Kriegsbeute in einem Krieg in Deutschland angestiftet, den Frankreich und Deutschland auf dem Gebiet Frankreichs geführt haben, mit einem gelagerten Paris, mit einem Pakt der alten Alliierten Deutschland auf preußisch-deutscher Seite und auf französischer, gemeinsam die erste proletarische Revolution der Welt, nämlich die Pariser Kommune, niedergeschlagen zu haben. Da war man sich ganz eins, mit den 5 Milliarden Francs wurden anschließend deutsche Banken, deutsche Konzerne, sozusagen, das waren die Gründerjahre, der große Aufschwung ging da hinein und sofort ging es los mit den Planungen, Bagdadbahn, welche Teile der Welt, Platz an der Sonne, Kolonialgeschichte. Das war die nächste Scheiße. Und mit einer kleinen Atempause, die nur bestimmte Teile der Gesellschaft betraf, wo es eine Moderne gab in der Kunst, in der Literatur, kommt dann der Erste Weltkrieg in Deutschland ja angeblich nur hineingeschlittert, in den es gar nicht vorbereitet hat. Man muss sich also auch fragen, wie viele Lektionen sind aus dieser großartigen Paulskirchenversammlung gezogen worden? Welche falschen? Woher kommt das? Weil die Paulskirchenversammlung selber, und das hebe ich mir für ein anderes Mal auf, selber eine höchst problematisch, höchst fragwürdige Veranstaltung war, die zu verklären vielleicht Ihnen selbst in der CDU, in Teilen der Grünen gefällt, aber für die soziale Realität überhaupt nichts bringt. Und darüber muss man reden, das möchten Sie aber nicht so gerne. Und deswegen wird über alle möglichen abgeleiteten Sachen, über Formen, über Erklärungen. Und ich weiß jetzt schon, wie die Reden bei der Eröffnung aussehen würden eines solchen Demokratieknastes, so wie heute Abend die meisten, nicht alle, aber die meisten reden. Da habe ich da gesessen und mich gelangweilt, weil ich immer wusste, wie der nächste Satz lauten würde. Es waren keine überraschenden Kenntnisse, es waren keine tiefen historischen Wissen,
Es war nichts, was irgendwie lebendig war und zu einem Thema war. Es war nur Äußerlichkeit, es war nur Form, es war nur Gebäude, es war nur Selbstbeweihräucherung. Und wahrscheinlich hat das auch was mit dem aufkommenden OB-Wahlkampf zu tun. Aber es war so armselig, dass ich jetzt trotzdem was gesagt habe. Danke.